schauen wir jetzt an. Bitte schön. Mein Name ist Andrea Schütz. Ich bin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort verantwortlich für den gesamten Bereich Pressearbeit. Ich komme aus einem artverwandten Bereich, den man mit diesem Institut durchaus vergleichen kann. Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn Luft- und Raumfahrt studiert mit der Spezialisierungsrichtung Flugzeugbau, habe dann irgendwann mal als Ingenieur im Flugzeugbau gearbeitet, komme aus dem Bereich östlich der Elbe. Es gab ja dann einige Veränderungen und die haben mir auch persönliche Veränderungen notwendig gemacht, sodass ich in den Journalismus gewechselt bin. Und jetzt seit 2008 arbeite als Pressesprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ich bin ja immer, wie immer bei solchen Veranstaltungen, ein wenig der Exot, weil ich über Dinge spreche, die so direkt mit dem Studium nichts zu tun haben, aber die dem einen oder anderen dann in seiner späteren Laufbahn sicherlich begegnen werden und dann im Verlauf meines Vortrags, werde ich das zeigen, im Zweifel auch auf die Füße fallen werden. Denn sowas kann in unserem Bereich leider so oft passieren, wenn man arbeitet an den Grenzen des Technischen und manchmal auch des Menschlichen, der menschlichen Möglichkeiten. Und deswegen der Grundsatz, kommunizieren heißt immer verstehen. Das heißt, die Kollegen, die in den Medien arbeiten, der Kollege Mehrdorf von der Stuttgarter Zeitung dort hinten rechts, müssen Sie verstehen. Und die Kollegen der Kommunikations- und Presseabteilung müssen in der Lage sein, das, was Sie tun, was sie später tun werden, auch so zu übersetzen, dass es in den Medien eine Rolle spielt. Und das fällt in den großen Bereich Wissenschaftskommunikation, das heißt Dinge zu vermitteln, die der breiten Öffentlichkeit so nicht alltäglich widerfahren, so nicht alltäglich bekannt sind. Und das letztendliche Ziel, was wir alle haben, ist es, zu vermitteln, was wir tun. Und mit dem vermitteln, was wir tun, zu vermitteln, wem nützt es. Cui bono ist die Frage, die uns täglich widerfährt, wenn wir realisieren, dass wir pro Jahr mehr als 1 Milliarde Euro für die Raumfahrt ausgeben und immer wieder zu sagen, alles klar, das tun wir, aber den wenigsten ist bekannt, was Raumfahrt eigentlich heißt. Und ich bringe dann immer das Beispiel, stellen Sie sich bitte vor, wir schalten mal für 5 Minuten alle Raumfahrtanwendungen ab, die das tägliche Leben beeinflussen. Das heißt, kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Kein Wetter, keine Satellitentelefonie, was auch immer. Und wenn sich das manch einer realisiert, gucken die Leute teilweise ganz schön um aus der Wäsche. Aber was haben wir für eine Aufgabe? Ich habe es anfangs schon kurz erwähnt. Es ist die Übersetzung von Wissenschaft. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, die zwischen einem Wissenschaftler zu stehen, der gehirnte Wissenschaft hat, der weiß, was er tut und der das richtig rüberbringen möchte, mit seinen Gedanken, seinen Zahlen, seinen Definitionen. Und wenn Sie täglich die Zeitung aufschlagen, wie heute das Beispiel der Wiener Zeitung im Magazin, eine Doppelseite zum Thema europäische Mondmissionen, dann weiß ich heute schon, dass ich am Montag Anrufe bekomme von manch einem unserer Planetenforscher, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie populärwissenschaftlich und flach das doch dargestellt worden ist. Und dann muss man in der Lage sein, sagen, ja, aber das haben bis zu 250.000 Menschen gelesen. Und Sie wissen jetzt, Europa, Deutschland, möchte zum Mond. Und die Entscheidung fällt Ende Oktober, Ende November hoffentlich, dann auf der ESA-Ministerratskonferenz in Neapel. Die Grundfrage ist immer, was vermittle ich? Was interessiert den Leser? Was interessiert die Öffentlichkeit? Was interessiert den Redakteur? Das ist oftmals die Frage wirtschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten. Welche Möglichkeiten haben wir, um das, was wir tun, auch wirtschaftlich zu vermerken? Zu verwerten, hat das überhaupt einen Sinn, wohin wir wollen? Nun kann man bei Wissenschaft, gerade bei Grundlagenforschung, nicht immer die Frage nach dem Nutzen stellen, das ist mir bewusst. Aber das kann man dann im sogenannten Trittbrettverfahren, das sage ich jetzt mal ganz despektierlich, auch mal mit rüberbringen, wenn man andere Beispiele bringt, die ganz klar gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, einen politischen oder vielleicht nur einen allgemein definierten Nutzen haben. Und das unter dem ganzen Aspekt der gesellschaftlichen Auswirkungen. Zum Beispiel das Thema Erdbeobachtung. Wofür machen wir Erdbeobachtung? Kann man sagen, wir machen Atmosphärenforschung, kommt die nächste Frage, wozu machen wir Atmosphärenforschung? Aber dann eben klar zu machen, an einem ganz konkreten Beispiel, wie dem Zentrum für satellitengestützte Kriseninformationen, den Leuten klar zu machen, dass wir in der Lage sind, innerhalb von Stunden
Karten für Hilfskräfte zum Katastrophenmanagement in Katastrophengebieten zur Verfügung zu stellen, sei es Tsunami, sei es Haiti oder wo auch immer auf dieser Welt. Es ist ein schwieriger Prozess, es ist ein immerwährender Prozess und manchmal redet man sich futter in den Mund, aber es funktioniert und man bekommt es ziemlich schnell in die Medien und damit auch an den Leser. Das Problem ist oftmals, wird von der Wissenschaft gefordert, naja, die interessieren sich für meine Arbeit, die interessieren sich für die Ergebnisse meiner Arbeit, aber ich will auch sagen, wie habe ich das gemacht? Und das ist genau das Problem, das kann ich nämlich nicht vermitteln. Die Methoden, wie wissenschaftliche Ergebnisse erreicht werden mit dem Forschen, mit Versuchen, mit Tests und anderem, es ist unglaublich schwer, dieses zu zeigen. Also es ist die Person, die interessiert und es ist das Ergebnis, was interessiert. Was dazwischen ist, findet sich dann in Special Interest Medien oder in wissenschaftlichen Medien von Science, Nature bis hin zum Spektrum der Wissenschaft, wie sie auch auslegt, findet sich das wieder. Was sind die Rahmenbedingungen, in denen Sie sich als Medienkonsumenten, in denen Sie sich auch als Wissenschaftler, als Studenten befinden? Es gibt eine immer größer werdende Medienvielfalt, nicht mehr so wie vor 20 oder vor 30 Jahren. Es gibt eine Tageszeitung, es gibt drei Fernsehsender und das war's dann. Nein, wir haben jetzt noch das Problem Internet. Das hat zur Folge, dass die Interessen des Konsumenten auch noch bedient werden mit seinen stark partiellen Interessen. Es ist nicht mehr so, dass man sich breit informiert über eine Sache, sondern dass man sich wirklich auf seine Sache konzentrieren kann. Wenn Sie Ihre beruflichen Interessen haben, wenn Sie Ihre persönlichen Interessen haben, dann merken Sie das ja sicherlich schon in einem Medienverhalten. Sie wollen in eine ganz bestimmte Richtung und informieren sich nur darüber. Es ist schon manchmal faszinierend, wenn man sich auch mit Studenten oder auf Foren, in Pressekonferenzen oder auch nur allgemein auf Messen und Ausstellungen mit Menschen unterhält, um versucht mal ein bisschen breiteres Wissen abzufragen oder auf breiteres Wissen aufzubauen. Das wird immer schwerer. Teilweise haben wir es mit Konsumenten unserer Informationen zu tun, die sind so dermaßen spezialisiert, dass sie fast als Wissenschaftler beim DLR arbeiten könnten. So, wir wissen das. Unglaublich, ich bin da manchmal teilweise völlig sprachlos, was mir da für einen Wind entgegenweht oder was wir für Reaktionen bekommen auf Aussagen, die wir in der Öffentlichkeit haben, ist schon sehr faszinierend. Damit eingehen, klar, großes Informationsangebot, aber auch, und das kommt jetzt als nächstes für unsere Arbeit hinzu, es gibt eine sehr starke Konkurrenz zwischen den einzelnen Wissenschaftseinrichtungen, weil natürlich jeder seine Botschaften, das DLR über Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit, rüberbringen will. Dann gibt es die Max Plancks dieser Welt, es gibt die DFG, es gibt Helmholtz, es gibt die Universität Stuttgart, die natürlich auch noch in den Medien stattfindet. Also alle irgendwie versuchen, da reinzukommen, die Informationen, der Leidtragende, der Flaschenhals in der ganzen Geschichte ist der Redakteur, der an seinem Schreibtisch sitzt und jeden Tag 20, 30, 40 E-Mails bekommt, eine Pressemitteilung einen drum und dran und sagt, boah, was mache ich denn jetzt damit? Elektronische Unterlage oder habe ich da ein Programm oder was mache ich denn hier immer? Was sich in so einem Fall immer lohnt, ist, wenn man mit jemandem kooperiert. Das haben wir letzte Woche gemacht. Es gab in Bremen am Dienstag den sogenannten Moon Day, wo wir auf industrieller Seite, aber auch auf wissenschaftlicher Seite über die europäischen Aktivitäten Richtung Mond informiert haben. Und wenn Sie einfach mal mit Google den Suchbegriff Bremen, Asteum, Mond, DLR eingeben, dann Sie merken, wir kommen da sehr gut drüber, denn die Kooperation mit anderen Einrichtungen lohnt sich da maximalst. Was dann aber wieder zum Problem wird, nichts ist so unaktuell wie die Nachricht von heute. Das, was heute in der Zeitung steht, interessiert keinen. Am liebsten wollen die Leute wissen, was passiert übermorgen. Ist ja interessant. Das ist die Krux der extrem schnellen Informationsdurchfluss. Also Informationsdichte, Informationsdurchfluss. Manch einer sagt ja ganz lakonisch, mal sehen, wann die nächste Sau aufs Dorf getrieben wird. Womit wir auch zu tun haben, und Sie dann vielleicht später auch zu tun haben, ist die nachlassende Fachspezifik in den Medien. Das heißt, vor 20 Jahren, als ich mit dem Job angefangen habe, gab es noch richtige Fachjournalisten. Da gab es Wissenschaftsjournalisten, die alle auseinandergesetzt haben, da gab es Luftfahrtjournalisten, da gab es Raumfahrtjournalisten, da gab es alles Mögliche. Die gibt es ja nicht mehr. Die sterben aus. Warum sterben die aus? Ist sicherlich eine Frage des Geldes. Kann ich mir so viele Redakteure leisten? Kann ich mir einen leisten, der nur dieses Bild hat? Und wenn Sie dann mal einen Anruf von einem Journalisten kriegen oder von einem Praktikanten, der als Journalist arbeitet in einer deutschen Fernsehredaktion, auch im öffentlich-rechtlichen Raum, es ist unfassbar.
Es ist unglaublich. Und das geht bis zu DPA, bis zu Nachrichtenagenturen. Und ich habe es selber schon überlebt, da werde ich bitte mal weghören. Mir werden DPA-Meldungen zu Freitagen geschickt. Das heißt, ich kann als Unternehmenssprecher eine DPA-Meldung so redigieren, bis mir passt. Und das macht mich dann schon sehr nachdenklich, wo ich sage, das kann es eigentlich nicht sein. Womit Sie in der Kommunikation einen großen Erfolg haben können, und das ist auch eine Entwicklung, die hat sich in den letzten Jahren ausgestellt, die regionalen Zeitungen nehmen stark zu. Das heißt, man muss nicht unbedingt in die FAZ, in die Süddeutsche kommen oder in die Welt, sondern ganz entscheidend ist das regionale Blatt, die regionale Zeitung, es gibt Verbände von regionalen Zeitungen, die mit einem arbeiten, wie zum Beispiel die Berliner, mit der Berliner Zeitung, mit der Frankfurter Rundschau. Und dort finden Sie oftmals Überblendungen, die dann regional zugeschnitten werden. Und das ist auch sehr interessant, weil man bekommt dann auch ein direktes Echo als Wissenschaftler, egal wie man arbeitet, über diese regionalen Zeitungen. Und als letztes noch dazu, klar, starke Konkurrenz der Medien. Am liebsten möchten, wenn Sie zu einer Pressekonferenz einladen, alle gleich mit der Einladung wissen, was präsentieren Sie denn eigentlich später. Das heißt, jeder möchte die Nummer eins sein, der etwas schreibt. Und auch da ist es mittlerweile so, dass eine Einladung ausreicht, um eine Agenturmeldung zu generieren. Schreiben die Kollegen noch ein bisschen was dazu und schon ist da eine Meldung aus 10, 15 Zeilen groß geworden. Sie haben aber das Problem, keiner kommt mehr zu einer Pressekonferenz, weil alle meinen, sie wissen schon. Weil halt diese Meldung im Moment einladen kann. Also das ist ein Spannungsfeld mit verschiedenen Aspekten, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss, wenn man dann will. So, Rahmenbedingungen 2. Jetzt gehe ich auf das normale Verfahren ein. Was müssen Sie eigentlich machen, um stattzufinden in der Wissenschaftskommunikation? Und das ist als allererstes die Aktualität des Ereignisses. Bezieht sich auf Informationsdichte und auf den Durchfluss von Informationen, denn es bringt Ihnen gar nichts, wenn Ihnen am Montag, Dienstag, Mittwoch etwas gelingt, Sie teilen es mit, aber Sie teilen es erst 14 Tage später mit. Interessiert keinen. Interessiert keinen. Genauso das, was ich vorhin schon sagte, wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz. Ganz, ganz entscheidend, wo sie dann stattfinden, wie hoch sie gehoben werden. Einmal in den Zeitungen von hinten nach vorne oder auch in der Verbreitung der Medien, egal ob jetzt Hörfunk, TV oder auch Printmedien. Und ganz, ganz wichtig, was immer hilft, unsere Wissenschaftler sind immer schwer enttäuscht. Hier gab es vorhin so einen Bildschirmschoner, so ein Werbeprofil von jemandem, der im Windkanal steckt. Das ist ein gutes Bild. Das Bild sagt gar nichts aus. Überhaupt nichts. Das ist nur ein Joke, dieses Bild. Aber es ist bunt und es vermittelt ein gewisses Geheimnis. Das Bild hat Druckcharakter, so wie es komponiert ist. Läuft garantiert, wenn Sie noch eine interessante Meldung dazu schreiben, dass so ein Bild mit 5 Zeilen klappt prima, wenn Sie nicht in einer Redaktion landen, wo noch jemand sitzt, der sich mit Wissenschaft auskennt. Der wird das natürlich nicht nehmen. Ne? Aber Bildzeitung, überhaupt kein Thema. Was passiert dann aber, wenn das Ganze nicht mehr normal ist? Wenn der Worst Case eintritt? Sie sind auf alles Mögliche vorbereitet mit Ihrem Experiment. Sie haben alles geplant, getan und gemacht und es fliegt Ihnen um die Ohren. Sie haben eine Nutzlast auf einer Trägerrakete, stehen im Kontrollzentrum, sehen, wie die Triebwerke zündet, die Rakete hebt ab, sie löst sich vom Glaubensspätze, fliegt 40 Sekunden und in einem Schlag haben Sie das teuerste Feuerwerk, das Europa je erlebt hat. Was machen Sie dann? Denn dann wird es richtig problematisch. Es gibt dann den wüsten Haufen, der durch die Gegend rennt und nicht weiß, was er tut. Und es gibt die, die sich zurückziehen, in die Ecke setzen und sagen, bleiben wir erstmal ganz ruhig. Was ist jetzt gerade passiert? Und das ist die Grundlage für etwas, was dann eigentlich die Kollegen der einen Seite, ihre Kollegen erwarten, was aber auch die Medien erwarten, denn spätestens eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden später müssen sie in so einem Fall vor die Presse treten und müssen den Kollegen mitteilen, was ist wirklich passiert. Wichtig ist auch, ein Team hinter sich zu haben. Das heißt, die das Ganze gemacht haben, die Wissenschaftler, die Ingenieure, die Techniker und die das Ganze dann nach außen verbreiten werden. Und es muss jemanden geben, der in solch einem Falle die Verantwortung übernimmt. Der sagt, ich stelle mich jetzt hin und spreche darüber, was passiert ist. Und die Konsequenz dessen, was dann mit jemandem wie mir passieren kann, hat die CSU letzte Woche präsentiert bei Gefahr des eigenen Untergangs. Es wird nie rauskommen, was da wirklich passiert ist. Der Kollege ist zurückgetreten
und damit wird die Sache vielleicht irgendwann im Sande verlaufen. Beispiele. Einer Vierler. Jeder erinnert sich an Aschebeuge und in völliger Verzweiflung nichts gegen, zumindest im Luftraum. Wir waren am 15. April 2010 in Braunschweig, hatten dort unsere Flugzeuge versammelt, weil wir eine neue Flugzeugkategorie haben und unseren Antrag begrüßt haben. Ich weiß nicht genau, kurz die Veranstaltung war kaum zu Ende. Es gab plötzlich Gerüchte, der Luftraum wird gesperrt, unsere Piloten wurden plötzlich ganz hektisch und brachten innerhalb von einer halben Stunde ihre Flugzeuge in die Luft, um nur wegzukommen und wieder auf ihre Heimatbasis. Der Antrag nach Toulouse. Und Hallo nach Oberpfaffenhofen. Am 16. April wurden dann Lufträume gesperrt. Es gab ein Aschewolke, es gab Vermutungen, keiner wusste nicht so richtig, was los war. Und mit der Sperrung der Lufträume wurden die Kollegen der Airline sichtlich nervös. Die Nervosität gipfelte dann daran, dass am Samstag, den 17. April, 18 Uhr, ich nach Agenturmeldung bekam, wo der damalige Passagevorstand der Lufthansa behauptete, dass die Airline wäre nicht in der Lage, auf irgendetwas zu reagieren. Die hätten ja schon auf Flugzeuge stehen, die wüssten überhaupt nicht, mit diesen Dingen anzufangen. Was er nicht wusste, um ein Flugzeug, ein Forschungsflugzeug auf eine Mission vorzubereiten, bedarf es 4 bis 6 Wochen, wenn klar ist, was ich will. Und was er auch nicht wusste, dass unsere Kollegen bereits seit dem 15. April nachmittags in der Ausrüstung des Flugzeuges arbeiteten. Am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr kriegte ich einen Anruf und man bat um eine offizielle Stellungnahme, was dann das DLR zu den Äußerungen der Lufthansa sagt. So, wir sind erstmal sprachlos. Was mache ich jetzt? Das heißt, den Kollegen vertrösten, das hat er auch akzeptiert, war ein Kollege von der AfP aus Frankfurt. Lag alles klar, ich gebe dir 2 Stunden und dann möchte ich eine Nachricht haben, ansonsten hast du ein Problem. So, dann rundherum telefoniert, alles klar, ich wusste, wohin der Schuss geht. Wir bereiten unsere Flugzeuge vor und bereiten den Start eines Forschungsflugzeugs für Montag vor. Das habe ich ihm dann übermittelt, er hat das relativ schnell rausgeschickt. Und die Quittung war dann ab 9.30 Uhr, habe ich im Schlafanzug zu Hause im Garten gesessen und habe telefoniert und habe versucht, alle möglichen Leute zu beruhigen, dass denn dort wirklich was passiert. Das ist dann die Entscheidung gefallen, egal wie, ab nach Oberpfaffenhofen. Und in Oberpfaffenhofen, der hatte nämlich auch geschrieben, dass am Montag ein Flugzeug starten wird, waren wir dann belagert ab ca. 7 Uhr, 8 Uhr von allen möglichen Medien, Fernsehteams und Agenturen und Zeitungsjournalisten und Tod und Teufel. Und wir mussten wirklich um 10 Uhr das Tor aufmachen, weil da ging nichts mehr vor dem Tor, das war alles zu. Und um 14 Uhr rollte dann unter größter medialer Teilnahme unsere Feldkapitel. Das haben wir natürlich innerhalb einer Nacht medienwirksam auf dem Drehblatt schreiben lassen, weil es gilt eigentlich nichts als sowas, wenn man ein Medieninteresse hat, wie sonst nur bei einem bemannten Shuttleflug. Na, da standen echt 50 Leute, 7 Kamerateams, amerikanisches Fernsehen, CNN, alle standen da. Das witzige Foto, was dabei entstand, ich habe es leider nicht mehr gefunden, unsere Maschine rollte aus der Halle. Die Kameras schwenkten mit der Maschine mit, der europäische Luftraum war gesperrt und am Himmel zog ein Kondensstreifen. Wie sich dann herausstellte, zum Schluss, es war ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug. Passte natürlich wie die Faust aufs Auge. Innerhalb einer Woche haben wir dann mehr als 1000 Beiträge in den Medien produziert. Ich alleine habe, glaube ich, den größten Teil der Interviews gegeben, es waren mehr als 30. Meine Chefin lag in der Türkei in einem Pool, telefonierte sich die Finger wund, weil ihr Mann dort einen Kongress hatte. Unser Bursa-Chef, der Professor Dörner, der eigentlich heute hier sein sollte, war völlig verzweifelt, weil er war gefangen, ich glaube, irgendwo nur in England, in Schottland, und telefonierte und dann wieder. Es ging nichts ab, wir haben es hingekriegt und die Auswirkungen, das heißt, ob der schlechten Presse am Samstag, der Behauptung des Lufthansa-Vorstandes, der Agenturmeldung, hat dann dazu geführt, dass, sehen Sie hier, im April 2010, das ist die Kurve als Resultat unserer Aschewolke-Aktivitäten, unser Medienecho stabil und ausgewogen, es hätte auch in den Keller gehen können. Bei falscher Reaktion, bei Nichtgeben von Auskünften, müssen Sie ganz schnell damit leben, dass die Kollegen recherchieren, dass sie bestimmte Informationslecks nicht zuhalten können, wozu Ihr Kollege gehören kann, und dann wird das Problem riesengroß. Aber es sprechen ja gewisse Erfahrungen mit. Solche Dinge passieren bedauerlicherweise ohne Ansagen. Sie wissen zwar, okay, ist nicht ganz einfach, was da passiert.
Und ich gestehe auch bei jedem Raketenstart und jedem Shuttlestart, den ich bisher mitgemacht habe, ob ich es jetzt live vor Ort erlebe oder ob ich es am Fernsehen sehe, seit dem Erlebnis vom 4.6.96 habe ich schweißnasse Hände. Ich bin immer am Rande des Wahnsinns, wenn ich dieses Ding stehen sehe, und erstaunlicherweise lässt das nach 40 Sekunden nach. Das ist ein Trauma, was ich da sehe. Dann kam nach 96, am 16.11., also ein paar Monate später, unsere russischen Kollegen haben auf dem Mars gezielt, haben Australien getroffen. Dann kam wieder 97. Wir kamen von morgens völlig entspannt nach einem wunderschönen Abend. Der Reinhold Ebert hat eine Mir-Station betreten, das war alles hervorragend. Wir kommen ins Kontrollzentrum. Der Chef kommt und sagt, komm mal her, habt ihr was zu sagen? Ich sage, was denn, da oben brennt. Na, das ist ein richtig schöner guten Morgengruß. Da muss man halt was draus machen. Und dann kam Hans Schläger, das war auch ein großartiges Erlebnis. Am Samstagabend um 10 Uhr sitzen in Oberpfaffenhofen, wir haben ein wunderschönes Essen und kriegen einen Anruf, Schlegel steigt nicht aus. Warum steigt er nicht aus? Das wissen wir nicht. Schlegel steigt nicht aus. Kaum, dass ich den Anruf hatte, eine halbe Stunde später hat es EP gemeldet und dann geht es zur Sache. Glücklicherweise hatte sich das Problem über die Nacht erledigt. Er hatte gesundheitliche Probleme, er ist nicht ausgestiegen, das wurde ja sonst was rein interpretiert in diese Aussagen. Und dann, das ist mein Lieblingszitat von mir selber, fit wie ein Turnschuh, das ist gelaufen wie geschnitten Brot, dieses Ding kam richtig gut als Überschrift an. Wir haben den Schläge kurzfristig wieder für gesund erklärt, und zwei Tage später ist er ja dann ausgestiegen. Hat es ja dann auch funktioniert. So, und dann erleben Sie noch ganz große Sachen, so wie heute eine ähnliche Situation. Sie lagen ein zu einer Pressekonferenz mit einem Vorstandsvorsitzenden, mit drei Institutsleitern und es schneit. Sie haben 36 Zusagen, alles freut sich auf diese Pressekonferenz und das Ganze sieht so aus. Dann brauchen Sie sehr verständnisvolle Kollegen, die sagen, okay, wir ziehen die Nummer durch. Das heißt, dieser eine Kollege, der Henning Loske von der Braunschweiger Zeitung, kam einen Vorstandsvorsitzenden, zwei Institutsleiter präsentiert, die wir nochmal gnadenlos durchgezogen haben, war in der schönsten Pressekonferenz. Das heißt aber nicht, dass man weiß, was als nächstes kommt. Ja, Dankeschön. Also, das Fragen dann einfach stellen. Ich bin sehr stark auf aktuelle Kommunikation eingegangen. Wie würden Sie sowas einschätzen wie Raumzeit, also den Podcast, der da auch gesagt hat? Das geht ja in eine ganz andere Richtung, an der Zielgruppe, viel länger, viel ausführlich. Eigentlich widerspricht es allem, was Sie gesagt haben. Im Prinzip ja, aber. Ich hätte vielleicht sagen sollen, ich beziehe mich auf die aktuelle Kommunikation, aber ich habe das Beispiel nicht mehr mitgebracht und habe die wirklich sehr partiellen Interessenslagen gebracht. Wir versuchen bei uns in der Kommunikationsabteilung die Schwerpunkte abzudecken. Von aktuellen Informationen über eine ständige Information mit Hintergrundinformationen, mit Webcasts und allem drum und dran und natürlich auch die Special Interest zu bedienen. Und ich bin auch immer sehr erstaunt, dass es Konsumenten gibt, die sich Podcasts von 1 Stunde 45 runterladen. Und diese offensichtlich komplett hören und auch darauf reagieren mit Kommentaren. Ich mache sowas nicht, ich habe ein anderes Medienverhalten. Aber diese Information anzuwenden, ich habe selber den Sigmund Jähn Podcast mitproduziert und war beim Sigmund mit dabei. Das war schon sehr spannend zu sehen. Ich habe mir das echt mal angesagt, wie macht das der Tim Rittloff? Wie geht der ran an dieses Thema? Ich meine, ich mache das selber auch, so quasi eine Konkurrenzveranstaltung. Und die Frage, die mich jetzt interessiert aus Ihrer Perspektive, wie sieht es von der Wichtigkeit für die, also ich sage Nische, ja? Oder es ist eine Zielgruppe. Ist es sinnvoller, diese Nische anzusprechen, um darüber dann quasi Begeisterung für das Thema in der Bevölkerung zu erzeugen? Oder ist es notwendig, auch die Masse anzusprechen, die, sei es mal in Anführungszeichen, nicht sich wirklich dafür interessiert? Weil da muss ich das Thema quasi runter vereinfachen. Ja. Muss ich bei Raumzeit nicht. Ja. Ja. Sie müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das genau ist es. Sie müssen alles bedienen, weil Sie nicht wissen, auf welchem Kanal. Man könnte es klemmen, man könnte sagen, wir haben wieder die Leute, noch haben wir das Geld. Können wir vergessen.
Glücklicherweise haben wir eine Cross-Media-Abteilung, die genau auf sowas abfahren. Und die aus Ihren Erfahrungen, waren Sie auch bei einem Twitter mit dabei? Nö. Aber das macht ja das GLR und ESA macht das ja auch. Ja, nee, weiß ich war da auch sehr skeptisch und habe gedacht, Leute, Traktorlift in Dornfall 2011 in Köln begrenzt auf 100 Leute. Da haben sich echt Leute aus Chicago und New York gemeldet. Und da sind Fünfer aus den USA eingeflogen auf einen Kosten, um zum Traktorlift in Dornfall nach Köln zu kommen, um beim GLR mit, es waren insgesamt 100 Leute, mit 100 Leuten dort gemeinsam ein Tweet zu machen. Hätte ich so nicht erwartet. Und jetzt wieder in Berlin im September war es genau das Gleiche. Das heißt, ich habe eine Gruppe letztendlich von Multiplikatoren, die diesen Webcast nehmen und über ihre Möglichkeiten im Netz verbreiten. Auch das merken wir, weil wir natürlich auch verfolgen, woher kommen die Klicks auf unsere Seite, wer greift auf unsere Seite. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Schön, wenn man die Leute hat und schön, wenn man die Mittel hat. Es gibt andere Wissenschaftseinrichtungen, die sind weiter nicht zu unterschiedlichen. Ich habe jetzt keine solche Frage oder Kommentar. Also dieses GLR bzw. der Raumfahrtbranche ist generell gar nicht, also dieses Ding ist ja schon bewusst, dass sozusagen diese Raumfahrt auch probieren hat, der muss zur allgemeinen Bevölkerung, um sozusagen auch mehr Verständnis zu entwickeln innerhalb der Bevölkerung für die Wissenschaft etc. und für das ganze Geld, was da investiert wird. Und das GLR unter anderem nimmt ja sozusagen auch relativ viel Einsatz, sozusagen, dass möglichst seine Wissenschaft den Publikum sozusagen beizubringen. Und jetzt zum Beispiel seit letztem Jahr ist das GLR dabei, Science Slams zu machen, sozusagen, um seine Wissenschaftsprojekte, die Forschungsprojekte, auf sozusagen spielerische Weise den Publikum sozusagen beizubringen. Das nächste Science Slam vom GLR, also mit GLR Science Slam, wird zum Beispiel jetzt im Dezember sein. Ja, wird im Dezember sein und wer ab 5.11. hier in Stuttgart ist, der möge ich mir bitte eine E-Mail schicken an andreas.schütze@tz.de von 16 bis 18 Uhr drüben in Stuttgart, der Vorentscheid zum Slimesen des GLA. Das hat sich eingeladen. Wenn Sie aus Rom hier einfliegen möchten und teilnehmen wollen, dann einfach das ist ja die Vorentscheidung des Slimesens sozusagen standardbedingt erst und danach geht es erst nach Oberpfaffenhofen, Stuttgart, Köln, Braunschweig. Jeweils ein Finalist und am 5.12. in Berlin ist das Finale. In Köln ist das Finale, Entschuldigung. Aber wer aus Stuttgart hier Interesse hat, dort am 5.11. teilzunehmen, um sich das mal anzuschauen, you're welcome. Ich habe eine Frage, aber noch, was wir auch eher angefangen sind, wir machen jetzt noch eine Frage, weil Herr Jähn hat doch was, ich habe auch. Das ist gar nicht auf Rosat eingegangen, da war das Kind auch ein bisschen Mädchen halt, was sonst. Bei Rosat, ja, Rosat war ja bekannt, dass da was passieren wird. Und uns war bekannt, dass das passieren wird im Oktober, Dezember 2011. Das heißt, wir haben im Dezember ist eine Krisengruppe, ein Krisenteam gegründet worden. Wirtschaftsministerium, Innenministerium, Bundesamt für Bevölkerungskatastrophenschutz, DLR. Es waren 10 Leute. Und diese 10 Leute haben alles abgearbeitet. Meine Verantwortung war, einen Krisenkommunikationsplan zu entwickeln, der alle Einrichtungen Deutschlands, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Einrichtungen abdeckt. Und damit haben wir uns vorbereitet. Das heißt, wir haben am 1. Mai, als klar war, es wird passieren, unsere Webseite freigeschaltet, die können Sie jetzt noch verwenden. Wir haben Videos dafür produziert, wir haben Podcasts dafür produziert, um eine offene, transparente und ehrliche Moderation oder Informationen zu gewähren. Herr Mehler, waren Sie mit dabei bei der Pressekonferenz in Köln? Ein Kollege war dabei. Wir haben dann L-4 Wochen vermuteter Wiedereintritt in Köln eine große Pressekonferenz gemacht. Vorher war schon ein bisschen was gelaufen, haben auch dort wieder offen, transparent und ehrlich informiert, unter welchen Rahmenbedingungen etwas passieren kann. Und als dann das Wochenende ran war, das passierte ja in einer Nacht von Samstag auf Sonntag, haben wir am Sonntag früh, also Freitagabend um 20 Uhr, haben wir angefangen, Schichten zu fahren und waren ab Samstagnachmittag 15 Uhr voll einsatzbereit. Verbunden mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Innenministerium, mit dem Außenministerium und dem Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Dann haben uns die Amerikaner Daten geliefert, die Russen haben uns Daten geliefert, die Australier haben uns Daten geliefert, die Japaner und die haben selbst welche erhoben. Danach kamen dann wieder
der Eintrittspunkte. Das war so faszinierend. Das schönste Bild haben wir bekommen aus Florida. Dort war ja weltweites Interesse. Und aus Florida hat jemand uns ein Foto geschickt, wo man den Rosat gesehen hat, wie er sich auf die Atmosphäre hat. Da wusste man ganz genau, jetzt sind es noch maximal 2 Umläufe. Das Problem war nur, der Wiedereintrittspunkt hat sich verschoben. Der erste war 200 Kilometer westlich von Alaska. Der zweite war östlich von Ecuador. Der dritte war nördlich der Falklandinseln. Und der vierte hat uns dann ein Problem bereitet. 100 Kilometer sind nicht mehr gegeben. Und ich sage jetzt mal völlig wertvoll, der geht an, der war schon verrückt. Der Wiedereintritt war durch. Das Räderwerk beginnt zu arbeiten, Informationen zu sammeln, was ist passiert. Es ist nichts passiert. Und 2 Stunden später haben die Amerikaner uns gesagt, wo er reingegangen ist. 90 Grad Ost und 35 Grad Nord, 800 Kilometer südwestlich. Am Montag kamen die. Die kamen am Montag früh um 10 Uhr haben wir diese Informationen ausgegeben, weil wir ganz sicher sein wollten, dass diese Information auch wirklich verifiziert ist. Die Basis der amerikanischen Informationen war auf dem Satellit, der einen Lichtblitz wahrgenommen hat. Es musste der Wiedereintritt sein, aber es hat noch weitere Überprüfungen gegeben. Als die abgeschlossen waren, als wir sicher waren, es ist nichts passiert, dann haben wir die Informationen ausgegeben. 24 Stunden haben wir gebraucht, um diese Informationen zu verifizieren. Ersten Einmal bis zum letzten. Es waren also, insgesamt habe ich 41 Stunden am Stück zugegeben. Dann war ein verdienter Feierabend. Okay, wenn da keine Fragen mehr sind, wechseln wir jetzt. Ich wollte noch sagen, Sie haben das richtig erkannt, dieses Bild, was Sie gesehen haben. Ich hatte mal Langeweile und hatte Rechnung gefeiert in einem Cluster. Ich habe, was man das erkennen konnte, Iron Man, diesen Superheld, der Roboter hat angeboten. Sieht klasse aus, hat aber keinen Sinn. Nichts zu tun mit Wissenschaft. Ich hatte Langeweile. Gut, dann wechseln wir jetzt. Vielen Dank nochmal für diesen guten Vortrag.